Auseinandersetzungen mit dem Vrinio zum Beispiel. Und natürlich das beste Buch, das bislang über den Bauhaus geschrieben worden ist. Es gilt wirklich zu Recht als bestes Buch im deutschen Sprachraum. Das ist das Buch «Straßen des Zufalls», das in zwei Auflagen rausgekommen ist. Und wird jetzt eigentlich wie ein zweiter Band nachgeliefert wird, also eine gestern nachgeliefert worden ist, durch Word is Virus. Nicht zu vergessen, neben all diesen Aktivitäten, Zitat Jürgen Blog, ich bin doppelt belastbar. Er hat nebendran 33 Jahre lang Long-Distance-Flights geflogen, im Auftrag, im Dienst der deutschen Lufthansa. 33 Jahre lang Langstreckenflüge. Und er hat immer gesagt, dass eigentlich das Pilotenleben, oder die harte Schnitt zwischen den verschiedenen Zonen, Sydney, Port Said, Rio, New York, immer wieder andere Zeiten, andere Kulturen, Kontinent, dass eigentlich die Schreibweise von Karab dem für ihn am besten entsprochen hat. Und hat so eigentlich auch die Schreibweise durch sein Leben gewissermaßen legitimiert. Jürgen Blog ist da. Ich freue mich enorm, Jürgen, auf deine Lesung. Wunderbar! Im Erscheinungsjahr der deutschen Ausgabe von Naked Lunch bin ich Burroughs auf der Spur, ohne dass ich ihn dingfest machen konnte. Ich habe es mit neugierigem Interesse versucht und so viel wie möglich von ihm gelesen. Ich habe ihn immer wieder unter verschiedenen Umständen getroffen. In seiner Wohnung in London, im Bunker, an der Bowery in New York, in Lawrence, Kansas, seinem letzten Domizil, bei Ausstellungen in London, Basel und auf Lesungen. Näher gekommen bin ich ihm nicht. Wir waren Vertraute und in gewisser Weise Komplizen. Das Wort Freundschaft kannte er nicht. Wer auf Freundschaft mit ihm setzte, irrte sich oder verstrickte sich in die Rolle des Verehrers oder Fans, der um jeden Preis die Nähe seines Idols sucht. Für mich blieb Burroughs der vollkommen Fremde, der sich im günstigsten Fall bemühte, vorübergehend aus diesem Konkon des Fremdseins zu treten. Seine Formel für diesen Zustand war, dass ihm Eigenschaften der Spezies der Säuger, wie das Bedürfnis nach menschlicher Nähe oder Wärme, fehlten. Er hatte sie einfach nicht und damit musste er leben. Das war keine psychologische Besonderheit oder gar Deformation, sondern eine, die seinem metabolischen Wesen entsprach. Seine Unabhängigkeit von menschlichen Anwandlungen, die ihn nicht frei von Angstzuständen und Verunsicherungen machte, verschaffte ihm die Fähigkeit, die Zustände auf dem Planeten mit kaltem Blick zu betrachten. Ein solcher Mann kann gefährlich sein, fragt sich nur, für wen oder für was. Das war eine Ausgangsposition, die es ihm zunächst nahezu unmöglich machte, als Schriftsteller aufzutreten, und Burroughs hat mit dieser Schwierigkeit lange gehadert. Vermutlich ging er davon aus, dass es keine Leserschaft dafür gab, was er zu sagen hatte. Das Vorhandensein einer Leserschaft kann als Voraussetzung für die Geste des Erzählens gelten, einer Darstellungsform, die nicht von ungefähr aus dem verbalen Vortrag hervorgegangen ist. Burroughs frühe Jahre bis in die 1950er waren von Ablehnung und Zurückweisung.
erregt. Nicht er lehnte ab oder wies zurück, sondern das Umfeld, in dem er lebte, wollte nichts von ihm wissen. Ob in der Schule, Familie oder in seinem Jahr in Harvard, missliche Abfuhren und Zurechtweisungen. Auf jede Art von Rechthaberei reagierte er zeitlebens allergisch und bekämpfte sie. Faschismus wäre in diesem Zusammenhang als die ultimative Rechthaberei zu sehen. Das könnte einer der Gründe dafür gewesen sein, dass er nur widerwillig zum Schreiben fand und auch, dass sein Verhältnis zur Sprache von tiefer Skepsis geprägt war. Burroughs Vita und Person waren und sind von einer mächtigen Aura umgeben, der sich kaum jemand entziehen kann. Davon zehrt auch sein bis heute ungebrochener Ruhm, der dazu verführt, sich mit ihm und seinem Schaffen zu beschäftigen. Die meisten begnügen sich allerdings damit, ihn zu zitieren oder sich auf ihn zu berufen, aber Burroughs lesen, die ablehnenden Reaktionen auf seine Schreibweise sind geblieben, ebenso wie die pauschale und bedingungslose Verehrung. Dazwischen klafft ein Vakuum, das im deutschen Sprachraum anstelle einer intensiven Auseinandersetzung mit seinen theoretischen und ästhetischen Vorstellungen besteht. Damit taucht die nächste Schwierigkeit auf. Burroughs Werk ist so umfassend und auseinanderstrebend, dass es sich nur schwer fassen lässt. Wo anfangen? Da wäre der zeitgeschichtliche Ausgangspunkt, der ihn zur zentralen Figur der Beat Generation machte, deren euphorischer Aufbruchstimmung er sich allerdings entzog, ohne ganz dem kulturellen und politischen Tumult der 1960er zu entgehen, wie verschiedene Interviews beweisen. Sein Schreiben galt dem Durchbruch zur Erweiterung des Bewusstseins, dem Gebrauch der Sprache, dem Insistieren auf dem Recht, freizügig mit Sexszenen und natürlich mit dem gesamten Drogenkomplex umzugehen. Auch der biografischen Linie des existenziellen Outlaws ließe sich folgen, die sich nach der wilden Beatzeit in New York über das Rio Grande Valley in Texas und Louisiana bis nach Mexiko hinzieht, wo er Junkie schrieb, Bekenntnisse eines unbekehrten Rauschgiftsüchtigen. Der Stil war faktualistisch und hielt sich eng an das erlebte Geschehen. Der Unfalltod seiner Frau Joan, der in keiner Notiz zur Person unerwähnt bleibt, konfrontierte ihn nach späterer Darstellung mit dem Einfluss dunkler Mächte, denen er sich ausgesetzt sah. Schließlich, und ich fasse nur einige Stränge seiner Arbeit zusammen, Burroughs, der Ikonoklast, der sich beginnend mit der Job immer wieder kritisch in Entwicklungen der westlichen Zivilisation einschaltet und aus radikalem Blickwinkel grundlegende Fehlentwicklungen analysiert. Dieses nur bruchstückhaft angedeutete Gesamtbild scheint mir genug Lesestoff zu liefern, um einen Einstieg ins Burroughsche Oeuvre zu rechtfertigen. Aber die Hürden bleiben hoch, vor allem was die literarischen Arbeiten betrifft. Allen voran Naked Lunch, das zwischen 1957 und 1959 entstand und als sein Hauptwerk gilt. Naked Lunch ist fraglos Literatur, wirft aber gleichzeitig fast alle literarischen Maßstäbe über den Haufen, was in der wirren Leere nach dem Krieg, die in Deutschland länger anhielt als sonst wo im Westen, wie eine Bombe einschlug. Burroughs schafft dank der spezifischen zeitgeschichtlichen Situation und dem Geschick seines amerikanischen Verlegers Barney Rossett den Durchbruch mit einem Werk, das rücksichtslos literarische Ansprüche außer Acht lässt. Auch hier kommt der biografischen Ausgangslage entscheidende Bedeutung zu. Burroughs hat sich aus Mexiko nach Tanga abgesetzt. Ich reiste, denn ich war ein Mann auf der Flucht vor sich selbst. Die Stadt war damals noch internationale Zone mit allen Vorzügen für nicht ganz mittellose Expatriierte wie Paul Bowles und ein Außenposten praktisch,
ohne gesellschaftliche Kontrolle. Umgang mit Sex und Drogen bereitet mir keine Schwierigkeiten. Jack Kerouac und Ginsberg ermutigen Burroughs mit Nachdruck, sich dem Schreiben zu widmen. Er schrieb Briefe mit Episoden, auf die er in Tanger stieß oder erlebte, so wie er es Jahre zuvor auf einer Reise durch Mittel- und Südamerika gemacht hatte, woraus 1953 der Sammelband Auf der Suche nach Jahe hervorging. Er haderte mit der Heroinsucht und fühlte sich auf verlorenem Posten in einer ihm fremden Stadt. Erst allmählich geriet er zwischen Phasen des Entzugs und unter der halluzinogenen Wirkung von Kiff und Maljun in den Sog düster Visionen und imaginierter Szenen, Routines genannt, die er wie unter Zwang aufschrieb. Er hatte ein Zimmer in der Villa Muniria, auch Villa Delirium genannt, tickte wahllos drauf los. Wie Paul Bowles berichtete, flatterten die Manuskriptseiten auf den Boden und blieben dort liegen. Burroughs bemühte sich weder, sie zu sammeln oder zu ordnen. Erst später versuchten Kerouac und vor allem Ginsberg eine gewisse Abfolge in die einzelnen Episoden zu bringen. Auch das geschah weitgehend beliebig und alles Bemühen, sie in eine kohärente Reihenfolge zu bringen, blieb letztendlich vergeblich. Aus dieser rauschhaft bedingten Arbeitsweise wurde später Methode. Die Auswahl meines Materials ist oft beliebig, betonte er und bezog sich auf den Episoden- oder Schelmenroman. Die künstlerische Atmosphäre der Epoche darf dabei nicht unbeachtet bleiben. Seit Kriegsende herrschte nicht nur in Amerika eine Aufbruchsstimmung, die auch vor und vor allem in der Kunst zu neuen Ausdrucksformen führte. Es war die Zeit des abstrakten Expressionismus, in der Maler wie Jackson Pollock und Willem de Kooning neue Gestaltungswege suchten und fanden und den Maßstab für künstlerische Freiheit radikal erweiterten. Es darf angenommen werden, dass diese formale wie inhaltliche Schrankenlosigkeit nicht ohne Einfluss auf die Schreibweise der Beats blieb. Krieg und atomare Bedrohung hatten gewaltige Löcher in das Selbstverständnis des menschlichen Bewusstseins gerissen und die Hölle in greifbare Nähe gerückt. Burroughs verfügte aufgrund seines Drogenkonsums und den damit verbundenen Kontakten zur Halbwelt über genügend persönliche Erfahrungen, um die kollektiven und halbbewussten Albträume mit entsprechendem Personal und authentischen Details auszustatten. Und genau das geschah in den Episoden, die Naked Lunch eine bizarre Struktur geben. Er stand dabei in der Tradition von Dante, Hieronymus Bosch, Peter Bruegel dem Jüngeren und Jonathan Swift. Als Roman kommt Naked Lunch ohne kompositorische Ansprüche aus. Das Buch bildet ein schillerndes Netzwerk von Erinnerungen, beiläufigen Beobachtungen, angelesenen Bruchstücken, Träumen, Kommentaren und halluzinatorischen Protokollen, die sich im Augenblick des Schreibens aufdrängen oder entwickeln und sich zu einem Röntgenbild von Zuständen im westlichen Zivilisationsraum zusammenfügen, dem sogenannten Realitätsstudio. Nahezu zwangsläufig geht es dabei nicht ohne grotesken, burleskes Überzeichnungen und schwarzen Humor ab. Ein Verfahren, das auch als negative Ästhetik bekannt ist. Für negativ ließe sich auch untergründig sagen. Oder, wie es Adorno formulierte, radikale Kunst heute heißt so viel wie finstere, von der Grundfarbe schwarz. Das scheinbare Scheitern von Naked Lunch als Roman entspricht dem Scheitern eines aus den Fugen geratenen, entfesselnden menschlichen Zustands, den Burroughs immer wieder ins Visier nimmt und das unter Ausschaltung jeder inneren Zensur. Indem er nicht zensiert und bewusst gegen jede Tabuisierung angeht,
löst er beim Leser, der noch unter dem Einfluss unbewusster Zensur steht, einen schockierenden Eindruck aus, der Tabubrüche stets begleitet. Das Skandalöse, das die Lektüre des Buchs 1969 noch bestimmte, verschwand im Lauf der Jahre und wich einer komparativen Ernüchterung. In beiden Fällen erlag der Leser dabei eigenen, im herkömmlichen, angesiedelten Maßstäben. Das war wohl gemeint, als Burroughs im Vorwort schrieb, Naked Lunch verlangt Stille vom Leser, sonst fühlt er nur seinen eigenen Puls.